Pancakes, Pfannkuchen oder Crepes ist ein Thema, was uns tagtäglich begegnet, sowohl mittags, Frühstück, das geht eigentlich den ganzen Tag. Dementsprechend möchte ich das Thema mit Ihnen heute mal vertiefen. Das geht ja süß oder auch herzhaft. Heute widmen wir uns hier den süßen Sachen und ich wollte mal so ein paar Unterschiede erklären, wie was funktioniert, welche Unterschiede gibt es im Teig oder auch in der Zubereitung oder was ist dabei wichtig. Normalerweise würde ich theoretisch mit dem Crepe ganz gerne anfangen, weil der leichteste ist. Aber wir machen das anders. Ich fange mit dem Apfelpfannkuchen an. Das ist der aufwendigste, dauert am längsten. Dementsprechend fangen wir dieser Geschichte als erstes an. Generell kann man sagen, die Grundzutaten von den Teigen sind recht ähnlich. Das heißt, wir haben immer eine Flüssigkeit. In der Regel ist es Butter oder Buttermilch. Wir haben Fett da drin. Das könnte ein bisschen Öl oder Butter sein. Eine Prise Salz, um den Geschmack zu heben. Eier zur Bindung. Und dass es auch fluffig wird, manche mit und ohne Backpulver und logischerweise Mehl. So ganz grob erzählt von den Zutaten. Bei dem Pfannkuchen habe ich mir gedacht, wir machen einen Apfelpfannkuchen. Bedeutet, ich habe hier schon mal Äpfel geputzt, geschält und ein wenig klein geschnitten. Um den noch ein bisschen mehr Aroma zu geben für den Apfelpfannkuchen, würde ich die ganz gerne vorher karamellisieren. Bedeutet, ich habe eine Pfanne, die steht schon auf dem Herd, da ist ein bisschen Zucker und Butter drin. Und da geben wir jetzt die Äpfel mit dazu. Und zur Sicherheit schon mal, wenn das Ganze anfangen soll zu brennen, braucht man einen Feuerlöscher. Das bedeutet Flüssigkeit zum Ablöschen. Das könnte sein ein bisschen Apfelsaft. Was ich jetzt hier habe, ist ein Apfellikör oder Calvados. Das würde auch funktionieren. Das stellen wir mal hier vorne an die Seite. Dann von den Geschichten, was ich vorhin erzählt habe, was die Zutaten betrifft für einen Pfannkuchen, Crepe oder Pancake, kann man das Ganze schön hier sehen. Ich habe hier unten einmal meinen Zucker, meine Eigelb. Kann in der Mitte sehen, hier habe ich meine Milch und oben habe ich mein Öl oder meine Butter. Das heißt, in allen drei Gefäßen, egal welchen Teig wir machen, das ist immer das Gleiche. Unterschiede, welche man erkennen kann, sind sowohl die Mengen an Mehl und ob Backpulver mit rein soll oder nicht. Das heißt, unser Pfannkuchen ist eine dicke Masse, die so flieren soll und dementsprechend kann man hier erkennen, bei diesem Teig habe ich ein wenig Backpulver mit dazu gemacht und man kann verhältnismäßig erkennen, zum Crepe fast die doppelte Menge an Mehl. Dann gebe ich Mehl und Backpulver mit zu der Masse. Das Ganze wird jetzt durchgerührt. Nebenan aufpassen, mein Zucker fängt an zu karamellisieren. Riecht auch lecker nach Karamell. Das heißt, hier war ich zu schnell. Das stellen wir mal kurz an die Seite und löschen den Brand schon mal. Und machen in der Zwischenzeit weiter mit dem Teig. Dann habe ich hier, wie gesagt, Mehl, Backpulver mit dazugegeben. Und dann fangen wir an, das Ganze klein zu mixen. Oder zu pürieren. Mixen ist das falsche Wort. Zu pürieren. Pürieren recht praktisch im Vergleich zum Schneebesen. Mit dem Pürierer kriege ich wirklich, wenn Nasen, sprich Mehl drin sein sollten, Klümpchen. Die kriege ich alle weg. So, das sieht gut aus. Da können wir einmal mit rausgehen und einmal zum Gucken, was ich hier gemacht habe, was wir in anderen Teigen nicht mache, sowohl bei den Pancakes und auch nicht bei den Crepes. Ich habe den Schnee separat steif geschlagen. Bedeutet, ich habe hier Eier getrennt, hatte hier nur die Eigelb drin, habe hier den Eischnee steif geschlagen und der wird jetzt mit der Pfannkuchenmasse vermengt, beziehungsweise ich hebe das unter. So, ach, hier ist mein Schaber. Ich heb das unter und gebe jetzt Schnee und Pfannkuchenteig zusammen. Dadurch wird das Ganze fluffiger. Fluffiger bedeutet auch mehr Luft. Mehr Luft bedeutet mehr Geschmack, mehr Volumen. So, wenn mal Nasen drin sein sollten, nur vom Schnee, ist gar kein Problem. Das heißt, nicht übertreiben, weil je mehr ich rühre, umso mehr fällt der Teig wieder zusammen, umso mehr geht der Schnee weg. Deswegen, das sollte reichen. Dann gehen wir zurück zu unseren Äpfeln. Wieder aufstellen. Nochmal ein bisschen heiß werden lassen, dass jetzt der Calvados verdampft und dass die Pfanne wieder heiß wird. Aber ich denke mal, es geht recht schnell. Jawohl. Zucker löst sich auch wieder auf, hervorragend. Calvados kann man auch schön riechen. Aber wie gesagt, nach Geschmackssache, das Ganze funktioniert auch ohne Calvados. Dann würde ich halt überlegen, machen Sie ein bisschen Apfelsaft mit dazu. So, und jetzt kommt der Teig hier drauf. Die Äpfel sollten bedeckt sein. So, perfekt. Jetzt lassen wir das Ganze auf den Herd stehen. Das Ganze sollte Farbe nehmen.
Und für den Pfannkuchen, den würde ich immer im Backofen zu Ende garen. Bedeutet, ich habe den Backofen für den Pfannkuchen auf 160 Grad vorgeheizt. Von unten bekommt er Farbe und sobald ich merke, es fängt an zu riechen, geht langsam los, verschwindet der Apfelpfannkuchen im Backofen. Bis gleich. So, 160 Grad und ab. So, das war unsere deutsche Variante. Jetzt machen wir weiter mit der amerikanischen. Das wäre der Pancake. Pancake gerne mit Blaubeeren, Blueberries. Bedeutet, vom Prinzip habe ich hier das gleiche Rezept wie eben. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe ihn eigentlich nicht steif geschlagen. Das Ganze ist hier drin. Die Masse sollte fester werden. Werden auch kleinere gebacken. Das heißt, auch schon mal ruhig die Pfanne aufstellen. Hier vom Prinzip sonst identisch. Ein bisschen mehr Mehl, dass der Teig kompakter wird. Auch wieder Backpulver mit dabei. Ansonsten auch wieder Butter, meine Milch, mein Zucker. In der Variante sogar ein bisschen süßer, was wir jetzt hier haben. Mehl mit da reingeben. Einmal so. Perfekt. Was hier auch gut geht oder gut passen würde, anstatt der Milch, nehme ich hier auch gerne Buttermilch für dieses Rezept. Auch sehr lecker. Hier merkt man auch schon sofort, der Teig ist zäher, kommt aber auch dadurch, dass hier kein Eischnee drin ist. So, einmal am Rand schön alles verteilen. Super. Sehr schön, dann machen wir den schon mal wieder ab. Benutzen den gleich weiter für unseren Crepe-Teig. Also hier merkt man auch ein dickflüssiger Teig. Dann sollte man sich für so ein Rezept eine kleine Kelle besorgen. Die kleine Kelle ist auch gleichzeitig meine Maßeinheit. Und dann fangen wir einmal an. Pfanne ist heiß, ein bisschen Butter mit reingemacht oder Butterschmalz. Temperatur ist zu hoch, glaube ich. Einmal testen. Nee, ist in Ordnung. Dann geht's los. Einmal Teig und gleichzeitig Blaubeeren mit dazu. Super. So, könnte vielleicht noch ein bisschen dickflüssiger sein vom Teig her. Hätte ich ein bisschen mehr Mehl mit zumachen sollen. Eine Prise noch, aber kann man nachträglich immer noch dazu machen, dass die Masse schneller stockt. Aber sonst sieht es sehr gut aus. Perfekt. In der Zeit, die braten ja von alleine, da tauschen wir aber die Pfannen. Da stellen wir die ganze Sache mal rüber und kümmern uns jetzt um den Crepe. Beim Crepe ist es wichtig, das Ganze sollte dünnflüssig sein, um überhaupt diese dünne Form zu bekommen. Das ist quasi die französische Variante. Bedeutet, wie vorhin schon erzählt, einfach nur weniger Mehl. Ansonsten habe ich hier auch eine Prise Zucker, habe hier Milch drin, eine Prise Salz mit dabei, ein bisschen Öl und mein Ei. Fange als erstes an, das Ganze einmal durchzumixen. Gebe dann mein Mehl mit dazu. So, hier fange ich jetzt ein bisschen vorsichtiger an. Nee, ist noch zu dünn. Dementsprechend ruhig noch ein bisschen mit dabei. Noch ein wenig. Immer aufpassen bei solchen Geschichten. Sich auch ans Rezept halten, bedeutet der Teig, wenn ihr vorbereitet, dickt auch immer ein bisschen nach. Und gerade Crepe-Teig sollte schön dünn sein. Das ist gut. Das heißt, der ist soweit fertig. Crepes backen, entweder ich arbeite mit einer Crepe-Pfanne, um das Ganze mal kurz zu zeigen. Das ist hier vorne so eine flache Pfanne. Auch wichtig ist hier immer ein bisschen Öl reingeben, das Ganze mit einem Tuch verteilen. Dann würde ich ein Stück in die Mitte geben und dann fange ich an, das Ganze einmal rumzuziehen. Andere Möglichkeit ist, wenn Sie keine Crepe-Pfanne zu Hause haben sollten, eine beschichtete Pfanne nehmen, da einmal auch ein bisschen, das ist zu viel, ein bisschen Öl mit reingeben und dann gehe ich her, gebe einen Klecks von der Masse in die Mitte. Sobald der Klecks drin ist, fange ich an, die Pfanne zu bewegen. Automatisch habe ich diese kreisende Bewegung und der Teig verteilt sich hauchdünn auf dem Boden, solange bis nichts mehr passiert, dann wieder hinstellen. Und dann wirklich auch so lange warten, bis es anfängt zu riechen, wenn braun, dann fertig. Bedeutet, solange der Teig keine Farbe hat,
lässt er sich gar nicht bewegen, der klebt auch an der Pfanne fest. Das Gleiche, was auch passiert, in dem Moment, wo der anfängt, Farbe zu bekommen, bedeutet auch, der schrumpft zusammen, löst sich dann in diesem Moment auch erst am Rand. Das heißt, hier vorher ranzugehen, das bringt gar nichts, das macht das Leben nur schwer. Bedeutet auch, es fängt von links an zu riechen. Unsere Pancakes kann man schön sehen, die haben an der Seite Farbe bekommen. Der Teig hat auch angefangen zu stocken, bedeutet, jetzt kann ich hier rangehen und darf die einmal umdrehen. Einmal die erste Seite, sehr schön. Einmal die zweite Seite und den hier drüben auch, perfekt. So, und da geht's weiter. Hier drüben kann ich schon sehen, dass er so langsam am Rand löst er sich ein bisschen. Da helfe ich ein bisschen nach mit dem Schaber. Aber ich kann auch nichts riechen und er hat auch keine Farbe. Es ist ähnlich wie beim Verbrennen. Wenn man sich verbrennt, gibt es immer so kleine Bläschen auf der Haut. Das Gleiche muss ja auch passieren. Jetzt kann man schön erkennen, hier an der Seite geht es langsam los. Hier löst er sich. Jetzt könnte ich langsam versuchen, einmal ranzugehen und dann das Ganze einmal umdrehen. Und so habe ich ihn wirklich hauchdünn. Und gar ist er eigentlich schon. Was ich jetzt nur noch mache, ist für Farbe sorgen. Aber eigentlich könnte man den schon, so wie er ist, servieren. Das heißt, der ist schon fertig. Bei den Pancakes, sobald ich die gewendet habe, Temperatur ist sehr hoch, dementsprechend jetzt noch ein bisschen Butter mit dazugeben, die ein bisschen schmelzen lassen, hervorragend hierfür auch Ahornsirup, hier logischerweise eine Nuss-Nougat-Creme mit dazu. Und ich gucke einmal schnell, was unsere Apfelpfannkuchen machen. So, perfekt. So kann man auch schön sehen, super Farbe und ich habe mir das Umdrehen gespart. Nichtsdestotrotz sollte eigentlich die untere Seite oben sein, um den jetzt zu schwenken. Ja, von wegen, ich dachte, er löst sich. Ach, hier oben klebt er an der Stelle, da gucken wir einmal, wo das Problem ist. Da gehen wir einmal ran. Komisch. Der will nicht, Andere Möglichkeit, mal gucken, ob es klappt, Teller nehmen, den einmal drauflegen und jetzt das Ganze quasi mit dem Teller drehen. Ach, da kommt er und die Äpfel sind hängen geblieben. Egal, dann haben wir hier einmal oder zwei Äpfel sind hängen geblieben. Unseren Apfelpfannkuchen, super, ganz lecker, auch mit dem karamellisierten Zucker hier oben drauf, total genial. Da kann man jetzt auch gucken, so wie er ist, kann ich ein Stückchen rausschneiden. Also ich könnte jetzt hergehen und portioniere das Ganze auch. Das ganze Ding an sich selber ist auch viel zu sättigend. Und dann kann man den quasi so auch anrichten, dass wir einmal den Apfel, den Crepe würde ich zusammenschlagen. Wie gesagt, der muss normalerweise gefüllt werden. Und die Blaubeer, Küchlein, Pancakes, die können wir so lassen, wie sie sind. Was hier noch fehlen würde, wäre ein bisschen Ahornsirup oder ein bisschen Puderzucker. So, perfekt. Ich denke mal, da waren ein, zwei interessante Sachen für Sie mit dabei. Für mich ist wichtig, mir ist egal, welche von den drei Varianten Sie machen. Ich komme gerne. Überlegung ist auch mal was Herzhaftes zu machen, sowohl mit Gemüse zu füllen für den Crepe, auch hier bei dem Apfelpfannkuchen, anstatt Apfel das Ganze auch mit Gemüse zu machen oder eine Art Pfannkuchenpizza zuzubereiten. Das heißt, nicht nur die süßen Varianten sind genial, auch die herzhaften schmecken total lecker. Und wie gesagt, dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.